Zum großen Festkonzert wurde er am 9. September in die Kirche zu Thalwitz geladen. Anlass war der 140. Geburtstag von Professor Dr. Dr. Wolfgang Großenthal, was Grund für viele Gespräche und Austausch unter den Thalwitzern war. Der deutsche Kieferchirurg und Konzertsänger prägte mit seiner damaligen Privatklinik den Ort. Dem Ort wurde auch durch ein Gedicht gedacht. Das und vieles mehr führte dazu, dass sich am Abend des 9. September viele Thalwitzer und Menschen aus dem Wurzener Land in die Kirche begaben. Darunter auch ehemalige Patienten und Personal des Mediziners. Begrüßt wurden sie durch Petra Krützner vom Heimatverein sowie Chorleiter Reinhard Krützner, die Besucher durch den Abend führten. Dafür haben sie sich ein besonderes und vielfältiges Programm ausgedacht. Der gemischte Chor aus Thalwitz gab einige Lieder zum Besten. Neben gesanglichen Einlagen charakterisierte auch das Orgelspiel das Festkonzertprogramm. Dazu führte die Instrumentalgruppe durch den musikalisch vielfältigen Abend, ob als Begleitung des Chors oder in Einzeldarbietung. Die Besucher lauschten gespannt der Gesangs- und Instrumentalkunst. Verschiedenste Lieder wurden im Verlauf des Konzerts dargeboten, die auch zum Mitsingen einluden. Ein Rezept, um hohe Töne zu singen, gab der damalige Konzertsänger den nachfolgenden Generationen mit. Mut, Hoffnung und Arbeit. All dies wurde auch hier umgesetzt. Mit großem Applaus wurden die Künstler bedacht, bevor gemeinsam noch das ortscharakterisierende Thalwitz-Lied angestimmt wurde. Die Freude am Erfolg und der großen Anteilnahme am Festkonzert war groß. Ein komplettes Jubiläumswochenende wurde vorbereitet, mit viel Aufwand dahinter. Vor wenigen Wochen, Monaten ist eigentlich die Entscheidung gefallen, ja, der Chor übernimmt den Freitagabend in der Kirche. Und es war uns nicht klar, was wird uns erreichen. Wir wussten, es wird schön, aber wir wussten nicht, so gut. Vielen, vielen Dank. Der Dank ging an die vielen Partner und helfenden Hände. Ein wichtiger Partner sei die Grundschule, Namensträger Wolfgang Rosenthals. Die Grundschüler haben eigens für das Festwochenende Erinnerungsmedaillen gebastelt, die mit Stolz verteilt wurden und von nun an immer an eine schöne gemeinsame Zeit zurückdenken lassen.